Hallihallöchen Leute und willkommen zurück zu Folge 2 von This War of Mine. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen aufgebaut hier. Wir haben eine Tankstelle durchsucht, haben sehr viele gute Sachen gefunden. Wir haben Essen, Medizin, Wasser, ein paar Bücher, eine Zigarette. Dadurch, dass Pavlo auch rauche, ist mir nämlich gerade auch aufgefallen, könnte er dadurch wieder bessere Laune kriegen, falls er mal deprimiert sein sollte. Wir gucken mal, was wir jetzt aber damit erstmal anfangen können. Warte mal. Roman geht jetzt erstmal schlafen. Und unsere Emilia kocht mit den schönen Sachen, die er gefunden hat, etwas. So, das heißt, wir sind auch versorgt, falls jemand verletzt bzw. krank werden sollte. Na stimmt, wir brauchen erstmal noch das hier. Ja, ich nehme das Holz dafür. Nehme ich jetzt mal zwei, ja. So, dann stell das mal her. Was ich gerade herstelle, ist Brennstoff. Den brauchen wir natürlich, um den Heizofen hier anzufeuern. So. Jetzt können wir nämlich hier aus dem Fleisch, also aus dem rohen Essen und aus dem Gemüse, das wir gefunden haben, glücklicherweise, und dem Wasser, das wir haben, können wir zwei Mahlzeiten machen. Und das ist sehr, sehr gut. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Zwei Mahlzeiten, weil dann sind die nämlich beide jetzt schon mal für heute versorgt. Und wir haben auch Essen. Für morgen. So, dann darf Emilia auch direkt mal eins essen. 16 Grad. Ja, gestern waren es noch 17. Es wird also langsam kühler. So, das reicht erstmal. Dann darfst du mal hier hingehen. An die Crafting Box, würde jetzt ein Minecraft-Spieler sagen, aber einfach an diesen, an die einfache Werkstatt. So heißt das hier. Und wir machen dann mal, ich würde eigentlich gerne diese Metallwerkstatt haben. Wir stellen die mal her, weil ich weiß, dass man mit der, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, kannst du mit der Waffen oder sowas herstellen. Und ich sag mal so, oder die Triche, glaube ich, kann man da auch herstellen. Das würde uns, glaube ich, helfen. Aber dazu müsste ich jetzt halt erstmal schauen, was genau wir am besten jetzt hier machen. Und worauf wir unsere Prioritäten legen. Suchen wir jetzt erstmal hier drinnen bei uns? Oder soll ich direkt ein Sägeblatt machen, wenn ich überhaupt machen kann? Oh, kann ich gar nicht. Das muss ich erst aufwerten, glaube ich. Wenn ich das hier aufwerte, dann kann ich, glaube ich, erst ein Sägeblatt machen. So viel zu dem Thema. Was brauche ich denn dafür? Also ich kann einen Dietrich machen. Oder ein Messer. Nein, ich mache erstmal nur einen Dietrich. Brauche ich den Dietrich für dort oder für hier? Ich glaube, ich brauche den für hier. Schaufel konnte ich ja leider noch nicht machen, sonst hätte ich das getan. So, dann machst du hier unten weiter. Oder? Na, du machst hier unten weiter, weil dann sind wir schneller an dem Schrank und mal gucken, vielleicht ist in dem Schrank sogar was Gutes drin. Falls nicht, haben wir nicht mehr viel Möglichkeiten. Müssen wir nur warten, bis Pavla aufwacht, beziehungsweise bis er nicht mehr müde. Ah, wenn man vom Teufel spricht, dann Pavla, geh mal was essen. So. Bitte, bitte lass da irgendwas Gutes drinne sein. Alkohol. Und 4 Schuss Munition. Okay, also das ist jetzt nicht ganz so gut, wie es vielleicht hätte sein können. Aber ja, guck mal, vielleicht läuft irgendwas im Radio. Du kannst mal schauen, ob wir doch vielleicht auch irgendwas machen können. Hoffentlich. Wenn nicht, machen wir einfach die Häufchen hier weiter weg. Ich spiele ein wenig klassische Musik. Ja, okay, das haben wir schon. Kommst, ja, okay. Ich gucke nur nach den Neuigkeiten. Wir haben hier nichts Besonderes mehr. Aber wir haben eine schöne Hintergrundmusik. Lass mal hier unten weitermachen. Den Trick auf die Seite mal. Ja, so eine Schaufel wäre halt cool gewesen. Aber dafür hatten wir zu wenig Teile, also Bestandteile. Und das Ding hier, das ersetzt eigentlich einen Dietrich. Aber es ist halt deutlich lauter. Und es könnte auch diese verriegelten Türen aufmachen. Die mit dem Holz verriegelt wurden. Wie hier oben.
Hier. So. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt mit Pablo machen soll. Mit Pablo. Pablo ist ein anderer. Mit Roman. Was mache ich mit Roman? Ich kann mit dem gar nichts machen. Die Tür ist zu. Ja, Pablo. Dann setz dich mal hin, Roman. Musik ist eigentlich schon ziemlich cool. So, jetzt machst du das hier und dann beenden wir den Tag, weil wir können sowieso nicht viel machen. Oh, das hat sogar fertig gekriegt noch. Oh, der Supermarkt ist neu. Eine Tür sind möglicherweise immer noch verschlossen. Eine Brechstange könnte ziemlich nützlich sein, ja. Jetzt wird man aber auf andere Plünderer treffen wahrscheinlich. Und die bombardierte Schule. Die Schule wurde mehrfach bombardiert. Die meisten Keller sind leider eingestürzt, aber Holz und andere Materialien können im Schrott gefunden werden. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Das dachte ich mir. Ich werde jetzt aber nochmal hier hingehen und ein paar von den Bestandteilen und Holz holen. Einfach nur, damit wir, ich sag's mal so, ein paar gute Sachen haben. Und ein paar Sachen wieder bauen können vor allem. Ich nehme bitte alles mit erstmal. Ja, ich weiß, dass hier keiner ist, werde ich hier rennen. Rennen ist aber extrem laut normalerweise und sollte man eher unterlassen, außer man wegrennen. Dann ist sowieso alles egal. Aber hier ist niemand. Ich hoffe zumindest, dass hier keine Leute kommen. Ja, Zucker, warum nicht? Nehme ich halt erstmal mit. Okay. Automatische Wegfindung auf OP. Nehmen wir jetzt erstmal alles mit. Gehen wir runter in den Keller. Ich will mal gucken, was wir da noch mitnehmen können. Ich geh erstmal hier dran. Ich will wissen, was hier gibt. Okay. Bestandteil. Holz. Elektronische Teile und Schießpulver brauchen wir erstmal nicht. Da ich weiß, dass wir noch genug zu essen haben, werde ich jetzt kein Essen mitnehmen, sondern das erstmal hier lassen. Ich hoffe aber, dass hier keiner kommt und das mitnimmt. So, ich nehme jetzt mal so viel mit, wie ich kann einfach. Weil ich... Brauche ich den Zucker? Ich brauche noch keinen Zucker, oder? Ich lasse den Zucker mal hier. Genauso wenig, wie ich Dünger brauche. Deswegen nehme ich mir jetzt doch das Essen lieber mit. Und den Tabak zum Tauschen. Beziehungsweise den Tabak lasse ich hier. Und ich nehme die Teile mit. Das ist vielleicht sinnvoller. Das für Geräusche. Gerade mal noch eine Sache schauen, weil ich habe eine Sache hier noch nicht durchgeschaut. Zack, durch die Tür, durch die Tür. Oh, 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 oh. Oh. Ignoriere mich einfach, ich habe gekümmert. Okay. Oh, 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 das war knapp. Auf dem frischen Grab liegt eine sorgsam gefaltete Orchideenblume und die eines Mannes namens Milos. Der Arme. Rauch du mal. Okay, hier ist nichts Wichtiges mehr. Warte mal, kann ich jetzt... er hat es nicht verdient, Krähenfutter zu werden. Niemand hat das. Pass auf dich auf. Du auch, dankeschön. Wir gucken jetzt mal kurz. Ja, wir sind ziemlich versorgt. Ein bisschen wenig Holz dabei, aber... Wir gehen mal wieder, glaube ich. Oder soll ich... Ich meinte eigentlich nicht, dass du gehen sollst. Ich wollte nur... Okay. Egal. Ich wollte ihn jetzt nicht verscheuchen. Aber okay. Kann ich noch irgendwie was da lassen für Holz? Eigentlich nicht. Den Kaffee würde ich einfach gerne mitnehmen, dass ich was zum Handeln habe für den Fall, dass jemand kommt. Ha. Hier war nichts mehr, genau. Ne, dann gehen wir jetzt wieder. Bringt nichts. Unnötig hier zu bleiben, ist nur Gefahr. Roman ist zurück.
Wir müssen vor allem auch mal schauen, dass wir unser Haus ein bisschen zumachen, weil es könnte sein, dass wir irgendwann ausgeraubt werden. Tag 3. Und das wäre natürlich schlecht. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Ja, was für eine Nacht. Erstmal durch zwei Türen gerannt und in ein... Oh, wir wurden ausgeplündert. Wir sind danach gekommen, um uns nach Gewaltsam zu nehmen. Emilia wurde leicht verletzt. Dinge, die sie gestohlen haben. Essen und Wasser. Okay, schlecht. Okay, das Wasser ist jetzt wirklich blöd, aber das Essen habe ich zum Glück ein bisschen ausgleichen können. Eine Biografie. Eine, verdammt, alle Vorräte kommt man so schwer heran und das haben sie, und das Wenige genommen, was wir hatten. Ja, das ist schlecht. Das will, hat Emilia auch irgendwas? Leicht verletzt, ja, dann du dir als erstes mal eine Bandage. Du kannst schlafen gehen, das ist wichtig. Weil diese leichte Verletzung könnte sich noch schwerer, noch schwerwiegender werden als schon, also als es sein muss. Aber kann ich denn kochen oder kann ich nicht kochen oder was brauche ich dafür? Ich brauche, glaube ich, Trinkwasser dafür, ne? Ja, ich habe kein Wasser. Verdammt. Okay, Moment. Dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier runtergehen. Was können wir denn machen? Ja, wir holen uns jetzt auf erstmal diese Trinkwasserstation. Dann haben wir aber gleich nichts mehr. Kann ich mir überhaupt noch das... Ja, ich kann mir noch einen... Einen Filter könnte ich mir machen. Schlecht. Aber wir brauchen Trinkwasser. Das wird sonst... Wird sonst sehr eng. Oh Gott. Aber nur ein bisschen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, worauf ich jetzt meine Priorität setzen soll. Das könnte schwierig werden. So, machen wir aber erstmal hier das da. Da brauchen wir jetzt einen Filter für, gell? Ja. Alles klar. Dann kommen wir hier runter, machen wir den Filter. Filter herstellen. Hey, ich habe etwas, das Ihnen gefallen wird. Okay. Fable schläft noch. Dann muss ich da wohl unsere Anwältin drum kümmern. Aber erst nachdem sie hier das da angemacht hat. Warte, warte. Ja, weiß ich. Was, ich weiß, dass du riskierst, um hierher zu kommen. Ich mach das selbst. Moment, sie muss das ja erst anmachen. Los, mach's an. Ich dachte, das da geht schneller. So, genau. Das macht's nämlich jetzt von alleine. So, was gibt's jetzt? Du willst handeln? Ach du Heilige. Der hatte ein paar Sachen. Okay. Unsere Sachen. Ich würde eigentlich gerne die Zigarette erstmal behalten für Pavle, falls der das braucht. Was hat er denn so alles? Der hat nur. Okay. Hat er denn Wasser dabei? Nein, der hat leider kein Wasser dabei. Okay. Dann hätte ich eigentlich gerne, dass wir den Tag hier erstmal überleben. Ups, nicht alle vier. Nur zwei. Soll das ein Scherz sein? Ja, die drei dachte ich mir reichen nicht. Ah, verdammt. Reicht das hier vielleicht? Oh, jetzt muss ich mir die vier Patronen geben. Ah, ist mir eigentlich... Ich habe zwar noch keine Waffe, aber später... Ich habe nicht so viel zum Handeln gerade. Ich muss gucken, dass ich nicht Hunger leide. Warte mal kurz, ich hab eine andere Idee, ich hoffe. Warte mal, wie viel braucht man dafür nochmal? Sechs, ne? Ah ne, ich habe nur vier Wasser, fünf mit dem, was ich jetzt hier im Inventar noch habe. Sonst hätte ich mir jetzt die Karotten geholt, beziehungsweise das Gemüse. Und hätte dann einfach zwei Mahlzeiten so gemacht, weil das Gemüse wäre günstiger. Wie diese Dose hier.
Eigentlich brauche ich auch nur eine Dose, weil eine Keule kann ich ja zur Nahrung verarbeiten. Deswegen gebe ich dir dafür den Schnaps und einmal Kaffee. Zweimal Kaffee? Zweimal Kaffee? Will ich dir zweimal Kaffee geben? Ja, gehen wir dem zweimal Kaffee. Kann ich denn noch irgendwas haben, was ich vielleicht brauchen könnte? Bestandteile wäre natürlich immer nicht schlecht. Aber was will ich mir dafür geben? Wie viele Bestandteile würdest du mir denn dafür geben? Nur zwei. Boah, das wird schwierig. Ja, egal. Machen wir. Kaffee und Schnaps brauche ich nicht. Okay, falls wir noch was brauchen, mach es mit den Tür zu. Ja, doch, mach die Tür zu. Achso, es funktioniert, wir müssen abwarten. Dann darfst du jetzt erstmal das essen. Jetzt muss ich halt warten, bis das... Ja, sag mal, bis das gemacht wird. Ich lasse das Pablo was essen, weil der muss ja auch gleich wieder raus. Ja, ich habe leider nichts hierfür. Was brauche ich denn für eine Schaufel noch? Fünf Bestandteile. Fünf. Habe ich nichts mehr, was ich tauschen könnte? Unsere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas hergeben möchte davon, was wir hier haben. Das ist jetzt nervig. Eigentlich hätte ich gerne... Ein paar Bestandteile hätte ich doch noch gern. Aber ich weiß nicht, was ich dem geben möchte. Wie viel kriege ich denn dafür? Vier Stück für eins? Ja, okay. Oh, dann gebe ich ihm zwei. Okay. Ja, dann gebe ich ihm zwei für neun. So. Nein, sonst brauche ich nichts, danke. Sonst komme ich nur noch weiter in Versuchung. Ja, dann viel Spaß damit, was du bekommen hast. Ich werde mir jetzt hier... Kannst du vielleicht erst mal unten ans Radio gehen? Ich glaube, ich mache mir jetzt nämlich Dietriche. Beziehungsweise, ich könnte mir, glaube ich, Dietrich und eine Schaufel machen. 7, 3. Ja, dann mache ich mir einen Dietrich. Okay. Sie hören Radio Pogoren. Mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege Jovan heute Morgen verstorben ist. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Scharfschützen erschossen. Wir werden ihn vermissen. Sonst ist nichts Besonderes passiert. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Warte mal, neben mit dem Dietrich, kannst du mal hier runtergehen? Du kannst in der Zwischenzeit eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel? Brauche ich eine Schaufel? Ich weiß es nicht. Oder brauche ich ein Messer? Oder will ich erstmal warten und das hier vielleicht aufwerten? Oder brauche ich aber noch ein paar Sachen? Bestandteile, Holz, viel Holz vor allem. Viel, viel Holz. Ja, mal schauen, was wir hier unten finden. Je nachdem können wir uns vielleicht auch entscheiden, was wir noch machen. Also müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Deswegen rennen wir halt los. Okay, Munition und noch mehr Alkohol. Verdammt! Ich glaube, ich stelle noch einen Dietrich her. Oder? Dietrich oder Schaufel? Ich weiß es nicht. Mann! Ich nehme die Schaufel. Dann kann ich nämlich in die Schule gehen vielleicht. Aber in der Schule gibt's... Ja, da gehe ich eben nur für... Meinst du für die Holz?
Aber mal schauen, was wir machen. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal nochmal zur Tankstelle gleich. Und guck mal, was dann so, ob ich da noch Bestandteile oder so finde. Kannst du noch schnell was zu essen machen, wenn du magst. Ja, die Scharfschützen könnten noch da sein, da hast du recht. Aber wir haben keine Dings. Ah, das müsste ich jetzt beide Bücher wegmachen. Bücher sind aber ziemlich praktisch. Da verreicht mir die Zeit sowieso nicht mehr. Dann beenden wir den Tag. Und ich verabschiede mich jetzt für die zweite Folge von This War of Mine. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!